Frühjahrszeit, Bärlauchzeit, wir machen Bärlauchsalz. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück beim Kübelgärtner zu einem neuen Video. Ja, ich habe Bärlauch bekommen, danke an André nochmal. Wir machen Bärlauch da jetzt selber, wie es geht, zeige ich euch. Bevor wir anfangen, ein paar Hintergrundinfos. So erkennt man Bärlauch auf der Oberseite, hat man eine schöne glänzende Farbe. Auf der Unterseite hat man hier diese Blattnarbe und das Blatt ist matt. Jedoch Vorsicht, es kann zu Verwechslung kommen mit folgenden Pflanzen. Einmal Maiglöckchen, Herbstzeitlose und Aronstabs. Diese Pflanzen sind giftig, können sogar zum Tod führen. Also wenn ihr Bärlauch sammelt, äußerste Vorsicht. Ein weiteres Merkmal, wie man Bärlauch erkennen kann, wenn man an den Blättern so reibt, hat einen knoblauchartigen Geruch. Bärlauch ist verwandt mit Knoblauch, Zwiebeln oder Schnittlauch. Jedes Blatt hat beim Bärlauch seinen eigenen Stiel. Und jedes Blatt ist ca. 2 bis 4 cm lang, in seltenen Fällen auch mal 6 cm lang, ist aber wie gesagt eigentlich die Seltenheit. Bärlauch hat auch einen medizinischen Nutzen. Es kann den Kreislauf stärken, es wirkt entgiftend, ist unterstützend bei Hauterkrankungen, hilft bei zu hohem Blutdruck und Darmproblem bzw. Frühjahrsmüdigkeit. Zum Abschluss habe ich noch ein paar Tipps. Wenn ihr Bärlauch sammelt, pro Pflanze nur ein Blatt rausschneiden, nicht rausreißen. Und damit kann sich die Pflanze erholen und im Frühjahr neu wachsen. Es ist verboten, in Naturschutzgebieten Bärlauch zu sammeln. Und den Bärlauch nur bis zur Blüte sammeln, da der Bärlauch danach sein Aroma verliert. Wenn ihr mehr über Bärlauch erfahren wollt, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung noch einen Link mit näheren Einzelheiten. So, genug gequasselt, wir fangen an und machen unser Salz. Wir haben hier ca. 200 Gramm Bärlauch, haben wir einmal gewaschen und getrocknet, 300 Gramm Meersalz. Wer es mag, ist natürlich Geschmackssache, kann Himalaya-Salz nehmen oder anderes Salz. Ja, dann brauchen wir einen Mixer und fangen einfach mal an. Nehmen wir eine kleine Menge Bärlauch mal zusammen und zerkleinere die einmal grob. Gebe die Menge in den Mixer. Wir hacken den Bärlauch in einer Küchenmaschine einmal grob durch. Hat den Hintergrund, wir wollen das Ganze in einer Gewürzmühle umfüllen und da braucht er ja nicht so fein sein. Der Bärlauch ist nun einmal ordentlich grob durchgehackt. Im nächsten Schritt nehmen wir unser Salz vor und vermengen den mit dem Bärlauch. Nun nimmt das Ganze, quetscht es einmal ordentlich durch und knetet es und rührt es durch, damit das Salz sich mit dem Bärlauch ordentlich vermengt. Die Masse haben wir jetzt ordentlich durchgeknetet.
Was das Salz angeht, kann man je nach Bedarf noch mehr reinmachen oder weniger, je nachdem, welchen Geschmack man mehr haben möchte. Entweder den Knoblauchgeschmack oder den Salzgeschmack. Die ganze Masse breiten wir jetzt in einer Auflaufform aus. Man kann auch Backpapier und ein Backblech nehmen. Das Ganze kommt dann in den Ofen bei 50 Grad für circa 3 Stunden. Wenn es die Temperaturen zulassen, kann man das Ganze auch in der Sonne trocknen lassen. Die ganze Masse streichen wir nun etwas glatt. Das Ganze geben wir jetzt in den Ofen und wir sehen uns wieder, wenn das Ganze getrocknet ist. Und der Bärlauchsalz ist fertig, hat etwas länger getrocknet als die 3 Stunden, was ich gesagt hatte. Ich würde empfehlen, bei dieser Menge das Ganze auf dem Backblech auszubereiten, damit es schneller trocknen kann. Ja, ich zeige euch mal das Ergebnis. So sieht unser Bärlauchsalz nun aus. Das Ganze hat ein sehr intensives Aroma. Das füllen wir jetzt nun in unsere Gewürzmühle ab. Das Bärlauchsalz haben wir nun abgefüllt. In einer Gewürzmühle bekommt man in jedem Restpostenmarkt zu erwerben. Machen wir mal den Test. Sieht sehr ordentlich aus. Den Rest könnt ihr in Gläsern abfüllen und aufbewahren. Hält sich in der Regel eigentlich sehr lange. So, ihr Lieben, das war's mit dem heutigen Video. Ich wünsche euch ein schönes, langes Wochenende. Erholt euch gut. Wenn ihr mögt, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, der Kübelgärtner.